sein Team freuen sich schon auf euch. Komm als Gast und gehe als Freund. Komm als Gast und gehe als Freund. Und das haben die beiden sich ja auch gedacht, die hier neben mir sind. Das ist zum einen der Agi und der Michael, ne? Ganz genau. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier so tönt, aber ich versuche es mal so. Das hört sich schon besser an. Hallo ihr zwei. Hi. Hallo, ich bin auch dabei, ja, hallo. Ich will eben uns der Pipi machen. Ja, siehst du, und dann geht's schon los. Also, die beiden, die können einfach nicht weder stillstehen, wenn ich mich frage. Aber wenn ich mir die beiden so anschaue, so sehen dann hyperaktive Kinder aus, wenn sie erwachsen sind. Wow. Ganz dünnes Eis, mein Freund, ganz dünnes Eis. Also, jetzt ist eigentlich raus schon, also es wird etwas passieren beim Rüdiger im Rainbow. Er hat jetzt auch mit Recht den Begriff Restaurant, klar, aber auch eben Theater, Rainbow. Dann erzählt doch mal ihr zwei was. Wie nennt ihr euch? Wer seid ihr? Was macht ihr? Wieso seid ihr überhaupt hier? Well, wir sind die Pippi Popo Show, eine deutsche Show nun auf Gran Canaria. Und ich bin nicht allein, ich bin der Popomann Poporolo. Und ich bin der Pippi Pimpanelli, ja. Ich bin übrigens auch Solo, falls jemand Interesse hat hier. Ah ne, das ist ja Radio, die sehen mich gar nicht, ja. Well, wir haben eine Kamera extra dafür. Also ja, ich guck mal in die Kamera, ne? Ich bin noch Solo. Ich suche also noch immer eine Partnerin. Ne? Also falls jemand Interesse hat. Ne? Ich kann auch ein bisschen Espanol schon sprechen. Habe mir schon die Grundbegriffe beigebracht, wie Chiquitas. Ne? Das sind die Mädchen hier und sowas. Ne? Was man halt wissen muss. Ne? Wow. Oh, der Herr Pippi. Also, die haben auf alle Fälle ein neues Zuhause gefunden. Und zwar Freitag und Samstagsabends im Restaurant. Theater Rainbow, das ist Avenida de Tiajana, Ecke Avenida de Bonn, da gibt es ein Apartmenthaus, das ist das Apartmenthaus Tinace. Und da genau ist unten, ich sag mal in der Geschäftsmeile, der Rüdiger mit seinem Rainbow. Sozusagen Latsche ins Tinace. Latsche ins, Ja. Ich bin so geil, oder? Aber manchmal, wenn ich höre, was ich sage, ey, da kommen so Sacken aus dem Mund, das ist so geil, da könnte ich mich selber ficken. Wow! Hast du nicht gesagt, ja. Es ist, wie es vielleicht da draußen merkte, es ist eine Comedy-Show und ich habe mir sagen lassen, es ist wohl die einzige Comedy-Show auf der Insel Gran Canaria, die eben halt in deutscher Sprache gemacht wird. Das gab es wohl scheinbar so noch nie und ja, da kann ich nur sagen, herzlich willkommen auf der Insel. Wow, thank you, Martin. Dankeschön, ich habe mich schon für wichtiger gefühlt. Ich freue mich, merci, wie der Spanier sagt. Merci. Merci. Hola. Müssen wir sagen, dass wir alles live machen, keine Playback-Show? Das wäre vielleicht sinnvoll, damit die Leute sich darauf einstellen können. Ne? Gut. Wir singen Liebe. Live. Wir singen Liebe. Und die Musik kommt wohl von klein, ne? Das musst du wohl dabei sagen. Ne? Ja, aber singen tun wir dann selber. Wir singen selber, aber die Musik kommt aus dem Aftergrund. Ach so, ne? Yes. Aftergrund.